عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. In der letzten vergangenen Freitagsansprache ging es um Muhammad bin Muslama und ein Teil war noch offen geblieben, welcher heute präsentiert werden wird. Im Zusammenhang mit der Tötung von Ka'b bin Ashraf wurde erläutert, dass Hazrat Muhammad bin Muslama ihn durch eine List von zu Hause wegscheuchte und ob das eine Form der Lüge sei. Es wurde auch darüber berichtet, dass es ein Hadith gibt, welches besagt, es gäbe drei Gelegenheiten, wo eine Lüge erlaubt wäre, gemäß einigen Gelehrten. Aber das ist eine falsche Auffassung dieses Hadiths, eine falsche Erklärung des Hadiths, wo behauptet wird, dass man an drei Gelegenheiten lügen könne. Das ist nicht richtig. Ich hatte in der letzten Freitagsansprache dies erläutert aus dem Buch Das Siegel der Propheten. Aber auch der verheißene Messias, Salatu Islam, hat in seinem Buch Nurul Quran dazu einiges erklärt als Antwort eines Vorwurfs seitens eines Christen. Ich werde einen Teil davon heute präsentieren, wodurch offensichtlich und klar wird, dass der Islam keinen Spielraum für Lügen offen lässt. Der verheißene Messias, alayhi salam, sagt, dass ein Vorwurf seitens eines Christen lautet, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam habe zu drei Gelegenheiten erlaubt, sich der Lüge zu bedienen und seinen Glauben zu verstecken, das sei gemäß dem Koran erlaubt. Wobei das Evangelium dies nicht erlaubt hätte, seinen Glauben zu verstecken. Der verheißene Messias Sallallahu Alaihi antwortet darauf, es soll klar und deutlich sein, dass der Islam so sehr auf der Wahrheit pocht und der heilige Koran so sehr die Wahrheit gebietet, wie es die Bibel nicht einmal zu einem Zehntel davon tun kann. Dann sagte der verheißene Messias al-Islam, der heilige Koran hat die Lüge dem Götzendienst gleichgestellt, denn Allah sagt, Fajtanibu Ritsa min al-Ausani, Wajtanibu Qaul al-Zur. Das heißt, ihr sollt euch fernhalten vor dem Dreck und Schmutz der Götzen und der Lüge.
Dann sagt Allah, Ya ayyuhallazina amanu, kunu qawwamina bilqisti, shuhada alillahi, walau ala anfusikum, awil walidaini wal aqrabina. Das heißt, o ihr Menschen, die glaubt, ihr sollt Gerechtigkeit und Wahrheit annehmen, den Weg der Gerechtigkeit und der Wahrheit, und ihr sollt wahre Bezeugnisse abgeben, auch wenn euer Leben dadurch Schaden erlangt oder eure Eltern und eure Nächsten dadurch Schaden erlangen mögen. Der verheißene Messias al-Islam sagt, indem er ihn anspricht, diesen Erheber des Vorwurfs, O du gottloser Mensch, schlag die Bibel auf, die Evangelien auf und zeig, gibt es eine solche Lehre über die Wahrheit in den Evangelien. Dann spricht der verheißene Messias diesen Christen, der Fateh Masih hieß, an und sagt, Sie schreiben, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam habe an drei Stellen erlaubt zu lügen. Das passiert aufgrund ihrer Unkenntnis und Ignoranz. Die eigentliche Tatsache ist, dass es kein einziges Hadith gibt, in welchem es erlaubt wäre, zu lügen. Vielmehr heißt es in den Hadith, ihr sollt nicht von der Wahrheit ablassen, auch wenn ihr dadurch getötet werden solltet und verbrannt werden solltet. Der Zustand, in dem der Heilige Koran sagt, ihr sollt nicht den Weg der Gerechtigkeit und der Wahrheit von diesem Wege loslassen. Und er sagt, und die Hadith sagen, ihr sollt nicht von der Wahrheit ablassen, auch wenn ihr dadurch getötet oder verbrannt werdet. Dann kann es nicht sein, dass wir einem anderen Hadith gehorchen sollten, welches dagegen spricht. Wir glauben nur an die authentischen Hadith und diejenigen, die nicht gegen die Lehre des Koran sind. Es gibt tatsächlich, sagt der verheißene Messias, einige Ahadith, die das Doria erlauben. Das heißt, eine doppeldeutige Aussage zu machen. Und dann hat der Koran auch von Kizb geredet, von Lüge geredet. Weil man diese Form der Doppeldeutigkeit auch nicht wählen soll, die zu Lüge führt. Wenn also ein unwissender und übelgesinnter Mensch ein solches Wort im Hadith findet, dann wird er gar nicht verstehen, dass dadurch nicht Gizb, also die Lüge, gemeint ist. Denn er kennt die letztendliche Entscheidung des Islams nicht, dass wahre Lüge in der Tat im Islam verboten ist. Doria ist keine Lüge und wird in einer bestimmten Situation in den Ahadith erläutert, dass man diese verwenden kann. Aber es heißt, dass diejenigen Menschen besser sind, die auch von Doria absehen. Und Doria bedeutet, eine Sache zu verstecken, ein Geheimnis zu verstecken, wegen einer wichtigen Angelegenheit. Und dass man, dass ein gebildeter Mensch verstehen würde, aber ein ungebildeter Mensch dadurch missgeführt werden würde. Und wenn man darüber nachdenkt, dann weiß man, dass das keine Lüge war, sondern eine Wahrheit war. Aber mit einer List gesagt wurde und sie enthält aber keine Form der Lüge. In einigen Ahadith ist dies erläutert, sagte verheißene Messias al-Islam, es gibt ein Hadith, wenn man zwei Muslime wieder zusammenführen will oder Ehemann und Ehefrau retten will vor Streit oder wenn man seine Taktik vor dem Feind verstecken möchte im Krieg, dann ist Doria erlaubt. Aber es gibt auch einige andere Hadith, die auch sagen, dass diese Form gegen die Gottesfurcht ist und gegen die höchste Form der Gottesfurcht ist. Und es ist besser, die volle Wahrheit zu sagen, auch wenn man dadurch
getötet werden sollte oder verbrannt werden sollte. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns geboten, soweit es möglich ist, davon Abstand zu nehmen, von dieser Art der Rede. Jedenfalls ist dies nicht gleichzusetzen mit der Lüge. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, ich sehe, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam während der Schlacht von Uhud alleine war und vor den nackten Schwertern sagte, ich bin Muhammad, ich bin der Prophet Allahs, ich bin der Sohn von Abdul Muttalib. Hier möchte ich erläutern, dass in der Fußnote auch steht, als dieses Buch herausgegeben wurde, dass das fälschlich hier geschrieben wurde. Das ist nicht ein Ereignis von Uhud, sondern Hunain stand in der Fußnote. Wobei jetzt das Research Cell auch überprüft hat aus Siratul Halbiya, wo es heißt, dass diese Worte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sowohl in der Schlacht von Hunain als auch in der Schlacht von Uhud gebraucht hat. Deswegen soll Nazaret Ishad diese Fußnote entfernen. Ich habe gesehen, oft, dass die Menschen zu voreilig agieren und die Worte des verheißten Messias al-Islam versuchen, um sie zu erläutern, sagt man, dass da ein Fehler passiert ist oder in der Fußnote ein Fehler passiert ist. Wenn man aber hier recherchiert, dann kommt oft das Gegenteil heraus. Das sollte man beachten. Das habe ich herausgefunden und da steht ganz klar und deutlich, dass sowohl bei Hunain als auch bei Uhud der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Worte gesagt hat. Diese Erläuterung wollte ich auch machen. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, wenn in einem Hadith das Duriya auch als Lüge bezeichnet wurde, dann ist das falsch zu glauben, wenn etwas erläutert und nur zur Erläuterung etwas gesagt wurde, dann daraus zu schließen, dass Lüge erlaubt wäre, ist einfach eine große Ignoranz und Jahala. Das ist eine Unkenntnis. Denn der Islam, der Heilige Koran und die Ahadith haben die Lüge zu jeder Zeit verdammt und die Ahadith erläutern, was Duriya bedeutet. Wenn man also auch annehmen würde, dass in einer Hadith das Wort Lüge benutzt wurde, dann kann dies, Gott bewahre, niemals wahre Lüge sein in ihrer eigentlichen Form. Denn Duriya ist nicht Gizb. Das Wort Duriya bedeutet nicht Lüge. Der Heilige Koran und die Ahadith bezeugen dies und wir sollten diese befolgen. Wenn etwas dagegen spricht, dann können wir die Erklärung nicht akzeptieren, die dagegen sprechen. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam weiter, der Heilige Koran hat die Lügen verdammt, die Lügner verdammt und gesagt, dass Lügner ohne Glauben sind und die Teufel auf sie herabgesandt werden. Und er sagt nicht nur, ihr sollt nicht lügen, sondern er sagt auch, ihr sollt auch die Nähe der Lügner nicht aufsuchen, sie nicht zu Freunden machen. Ihr sollt Gott fürchten und mit den wahrhaftigen Menschen sein. Dann sagt Allah, wenn ihr mit jemandem sprecht, dann soll euer Wort nur Wahrheit beinhalten und ihr sollt auch nicht voller Spott lügen. Das ist eine Ergänzung zu dem, was das letzte Mal gesagt wurde. Jetzt gehe ich weiter in der Erklärung der Ereignisse um Muhammad bin Maslama. Als die Banu Nazir voller List den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam töten wollten, da hatte Allah durch die Offenbarung dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam dies mitgeteilt. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam setzte sich ganz schnell aufrecht, als ob er irgendwo hingehen würde. Er ging nach Medina und nachdem der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen war, warteten einige Gefährten und dann gingen sie hinter dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam nach Medina. Als sie Medina erreichten, die Gefährten, da erfuhren sie, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hazrat Muhammad bin Maslama zu sich gerufen hat.
Hazrat Abu Bakr sagte, O Prophet Allah, sie sind gekommen und wir haben es gar nicht erfahren. Der heilige Prophet sagte, die Juden wollten mir etwas antun. Allah sagte es mir und ich stand auf und ging sofort los. Allah hatte diesen Vers offenbart. Ya ayyuhallazina amanu uzkuru ni'matallahi alaykum iz hamma qauman an yabsutu ilaykum aydiyahum faqaffa aydiyahum ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Das heißt, o ihr Menschen, die geglaubt habt, ihr sollt die Gunst Allahs bedenken als ein Volk, beabsichtigte euch zu verfolgen, da hat er sie daran gehindert und fürchtet Allah, und die Gläubigen sollten nur ihr Vertrauen auf Gott setzen. Jedenfalls hatte Hazrat Muhammad bin Maslama, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zu den Juden geschickt, und das Ereignis wird folgendermaßen erläutert. Als Muhammad bin Maslama zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ging, da sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, geh zu den Juden von Banu Nazir und sage ihnen, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat mich zu euch geschickt, dass ihr meine Stadt verlassen sollt, weil die Juden eine List begangen hatten und ihr Versprechen nicht erfüllt hatten, ihr Eid nicht erfüllt hatten, und die Strafe war, dass sie die Stadt verlassen sollten. Er ging zu den Juden und sagte, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam schickt mich mit einer Botschaft zu euch. Aber ich werde dies nicht sagen, solange ich nicht euch etwas sage, was ihr in euren, eine alte Sache, die ihr immer in euren Diskussionen anführtet. Die Juden fragten, welche Sache haben wir denn gesagt? Hazrat Muhammad bin Maslama antwortete, ich schwöre bei der Tora, welche Allah auf Moses gesandt hat. Wisst ihr, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bevor er als Prophet erschien, kam ich zu euch und ihr hattet die Tora aufgeschlagen und ihr sagtet mir in dieser Versammlung, O Ibn Maslama, wenn du möchtest, dass wir dir Essen geben, dann geben wir dir Essen. Wenn du möchtest, dass wir dich zu einem Juden machen, werden wir dies auch machen. Also Muhammad bin Maslama sagt weiter, ich hatte euch geantwortet, gebt mir etwas zu essen, aber macht mich nicht zu einem Juden. Ich schwöre, ich werde niemals zu einem Juden werden. Ihr gabt mir etwas Essen in einem Teller. Ihr sagte zu mir, du willst diesen Glauben nicht annehmen, weil das der Glaube der Juden ist. Die Juden hatten Muhammad bin Maslama gesagt, du willst das nicht akzeptieren, weil das der Glaube der Juden ist. Das heißt, ihr wollt die Hanifia, über das ihr gehört habt, dass jemand kommen wird. Abu Rahab ist sicherlich nicht derjenige, der kommen wird, sagten sie, der Prophet, der kommen sollte. Dann sagten sie, zu dir wird eine Person kommen, die lächelt, die Kriege führt. Er hat eine Röte in seinen Augen. Sie werden aus Jemen kommen. Sie werden ein Kamel besteigen und ein Tuch haben. Und sie werden nur wenig essen. Und ihr Schwert wird bei ihnen sein. Sie werden mit Hikmat reden. Sie werden eure Nächsten sein. Wir schwören bei Allah, in deiner Stadt wird es nun zu einer Unruhe kommen und zu Mord und Totschlag kommen. Und die Juden sagten, ja, das ist richtig, das sagten wir, das haben wir sicherlich gesagt, antworteten sie. Aber das ist nicht der Prophet. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist nicht der Prophet, sagten sie, über den wir sprachen. Hazrat Muhammad bin Maslama sagte, ich habe meine Botschaft euch überbracht, die ich euch überbringen wollte. Dann sprach er weiter und sagte, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam schickt mich. Und er hat gesagt, ihr habt den Eid gebrochen, den ich für euch aufgesetzt hatte. Ihr habt versucht, mich zu betrügen. Hazrat Muhammad bin Maslama klärte die Juden dahingehend auf und sagte, das habt ihr gegen den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geplant.
Und er sagte, wie Amr bin Jahsch auf ein Haus stieg, um einen Stein auf den heiligen Propheten zu werfen, einen großen Felsen, und die Juden blieben ruhig, stimmten quasi zu, dass dies stimmt. Dann sagte Muhammad bin Maslama, der heilige Prophet gebietet euch, dass ihr innerhalb von 10 Tagen diese Stadt verlassen sollt. Wer danach noch hier gesehen wird, wird getötet werden. Die Juden sagten, O Ibn Maslama, wir können nicht einmal daran denken, dass ein Mensch, der aus diese Botschaft bringen würde. Muhammad bin Maslama sagte, die Herzen haben sich gewandelt. Die Juden bereiteten sich einige Tage vor, sie bereiteten ihre Kamele und ihre Transportmittel vor, sie kamen, diese Kamele, und 6 Meilen von Medina entfernt war eine Weide. Von dort wurden die Transportmittel hergebracht. Man nahm einige Transportmittel, einige Kamele zur Miete und die Juden machten sich auf den Weg. Die Juden, aufgrund ihrer Art und aufgrund ihrer Reaktion und ihrer Machenschaften, wie diese waren, darüber schreibt der zweite Kalif, also Khalifa Musa Sani, der Sielat Al-Anho, schreibt, das ist ein Ereignis der Rebellion und des Verrats der Banu Qurayza, wurde auch schon in einer vergangenen Khutba genannt, aber historisch gesehen ist es auch hier wichtig, darüber zu sprechen. Der zweite Kalif schreibt, dass es einen offenen Disput um Banu Qurayza gab und diesen konnte man nicht vernachlässigen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam aus der Schlacht von Khandak, aus des Grabens, zurück und sagte, ihr sollt euch nicht in den Häusern ausruhen, sondern vor dem Abend sollt ihr die Schlüssel von Banu Qurayza erreichen. Dann schickte er Hazrat Ali zu den Banu Qurayza und er sollte fragen, warum sie einen Verrat übten, trotz des Eides. Statt beschämt zu sein, beleidigten sie Hazrat Ali und seine Freunde und beleidigten den heiligen Propheten und seine Ehefrauen und seine Familie und sagten, wir wissen nicht, was Muhammad ist. Wir haben mit ihm kein Eid Wir sind mit ihm kein Eid eingegangen, kein Vertrag eingegangen. Also Ali kam zurück mit ihrer Botschaft und mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam waren die Gefährten schon auf dem Weg der Schlösser der Juden, da die Juden aufs Übelste beleidigten, die Ehefrauen des heiligen Propheten und die Töchter des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam verspotteten, da hatte also Ali radhiyallahu anhu den Gedanken, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sehr Schmerz empfinden würde dahingehend und sagte, gehen Sie zurück, O Prophet Allah, wir werden für Sie kämpfen. Aber der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, ich weiß, dass Sie mich beleidigen und du möchtest nicht, dass ich mit meinen Ohren diese Beleidigungen höre. Ja, O Prophet Allah, sagte Hazrat Ali radhiyallahu anhu, das ist richtig. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, was ist denn, wenn Sie mich beleidigen, dann sollen Sie dies tun. Ihr Prophet war Moses. Und er wurde noch mehr beleidigt und ihm wurden noch mehr Qualen zugefügt. Und er ging zu den Schlössern der Juden und die Juden verschlossen die Türen und kämpften gegen die Muslime, bis auch ihre Ehefrauen, bis auch ihre Frauen kämpften. Es gab einige Muslime, die unter den Wänden saßen und eine jüdische Frau warf einen Stein und tötete einen Muslim und man umzingelte die Schlösser und die Juden wussten, dass sie umzingelt waren und nicht weiter kämpfen konnten. Die Anführer beschlossen, den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zu bitten, Abu Rawaha Ansari zu ihnen zu schicken, damit sie sich beraten können. Abu Lawaba wurde dahin geschickt und die Juden berieten sich bei ihm und fragten, wird der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sollen wir das akzeptieren, was er sagt, dass wir seine Entscheidung akzeptieren sollen und uns ergeben sollen? Er sagte, ja, tut das. Aber er nahm seine Hand, seinen Finger und legte diese auf seinen Hals, als ob man ein Zeichen machen würde, jemanden zu töten. Das war ein Zeichen. Und diese Juden, sie wussten, dass ihre Strafe nur Totschlag sein würde.
Und das war der Grund, weswegen sie sich selbst zerstörten, denn die Juden sagten, wenn wir die Entscheidung des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam akzeptiert hätten, dann dachten wir, dass wir aus der Stadt vertrieben worden wären und es würde ausreichen. Aber sie waren so unglückselig, sie sagten, die Juden akzeptierten diese Entscheidung nicht. Hätten sie diese akzeptiert, dann wären sie nur aus der Stadt vertrieben worden. Sie wären nicht getötet worden, aber sie waren unglückselig. Sie sagten, wir akzeptieren nicht die Entscheidung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sondern wir wollen den Anführer von Sa'd bin Maas, dem Fürsten von den Aus, akzeptieren. Aber die Juden stritten untereinander. Einige Juden sagten, unser Volk hat sich des Verrats schuldig gemacht und es scheint, dass die Muslime richtig sind und auch ihr Glaube richtig ist. Und die Menschen haben ihren Glauben anerkannt. Eine Person, Amr bin Saudi, welcher ein Anführer dieses Volkes war, sprach zu seinem Volk und sagte, ihr habt euch des Verrats schuldig gemacht, habt einen Eid gebrochen, entweder sollt ihr nun zu Muslimen werden oder die Jizya zahlen. Die Juden sagten, wir werden weder den Islam annehmen, noch werden wir die Jizya zahlen, es ist besser zu sterben. Dann sagte dieser Fürst zu ihnen, dann habe ich getan, was ich machen konnte und ging aus dem Schloss hinaus. Als er hinausging, kamen eine Delegation der Muslime und sah ihn und fragte, wer dies ist. Er sagte, ich bin jener. Muhammad bin Maslama sagte zu ihm, Allahumma latahnini ralata. Das heißt, du kannst mit Frieden hier gehen. Und dann betete er zu Gott, O Allah, lass mich so sein, dass ich einem frommen Menschen niemals etwas antue, denn er ist sich seiner Schuld bewusst und wir sollten ihm vergeben und hüte mich davor, dass ich etwas Falsches tue und ich ließ ihn gehen. Möge Gott mich, sagte er, mir immer die Möglichkeit geben, fromme Taten zu tun. Als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam davon erfuhr, bestrafte er Muhammad bin Musliman nicht, warum er diesen Juden gehen ließ, sondern sagte, das hast du gut gemacht. Die Muslime versuchten also, gemäß der Lehre und Erziehung des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam immer gerecht zu sein. Die Bewohner von Khaybar begingen auch ihr Übel. Abu Rafi, der Jude, wurde getötet. Das Ereignis lautet folgendermaßen. Die Gefährten, die geschickt wurden, um ihn zu töten, darunter war auch Muhammad bin Maslama, also um Abdur Rafi, den Juden, zu töten. Das war eine ganze Delegation der Muslime und er war auch dabei. Muhammad bin Maslama war auch in dieser Delegation. Hazrat Sahib Salamisa Bashir mit Sahib hat dies erläutert aus den Geschichtsbüchern und schreibt, aufgrund der übelwollenden Taten der jüdischen Ulema hatte zu Ende der 5. Hijra gab es die Fitna der Schlacht von Ahzab und Hui bin Akhtab war mit den Banu Qurayza schon zerstört worden, aber Salam bin Abi bin Hukayk, der Abu Rafi hieß, war noch in Khaybar und war noch frei und konnte weiterhin sein Übel verbreiten und trotz des Verlustes bei Ahzab und trotz des Verlustes von Banu Qurayza ging er weiter und seine Feindschaft wuchs. Und da diese Menschen in der Nähe von Khaybar wohnten und die Juden von Khaybar und Najd wie Nachbarn waren, hatte Abu Rafi, welcher ein sehr großer, reicher Händler war, es zu seiner Praxis gemacht, die wilden Stämme von Najd gegen die Muslime aufzustacheln. Das war seine Praxis. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in seiner Feindschaft war er genauso stark wie Ghar bin Ashraf, um den es vorhin ging. In dieser Zeit hatte er
die wilden Stämme gegen den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam aufgestachelt, ihnen viel Geld und Mittel gegeben. Und es heißt in den Geschichtsbüchern, dass er im Monat Schaban, dass die Muslime in Gefahr waren durch einen Stamm von Banu Suadan. Und unter der Leitung von Hazrat Ali wurde eine Delegation geschickt. Auch in diesem Vorfall waren die jüdischen Stämme beteiligt. Abu Rafi hörte nicht mit der Feindseligkeit auf. Er war durstig nach dem Blut der Muslime. Und das Wesen des heiligen Propheten war wie ein Dorn im Auge für ihn. Und er beschloss zu planen. Er plante, dass er wie bei der Schlacht von Ahzab die Stämme von Najd wieder aufstacheln würde gegen die Muslime, damit sie ein großes Heer aufbauen würden, um die Muslime zu zerstören. Als dies erreicht wurde und die Muslime sahen, dass vor ihren Augen wieder Übel begangen wird, da kamen einige Ansari-Gefährten aus Khazraj zum heiligen Propheten und sagten, jetzt kann man nur diese Fitna so beenden, dass man den Anführer Abu Rafi tötet, welcher der Anführer dieses Übels ist. Der heilige Prophet dachte darüber nach, dass man nicht einen großen Blutverlust im ganzen Land erleiden sollte. Es wäre besser, einen Anführer zu töten, und er erlaubte es ihnen. In der Delegation schickte zu Abu Rafi eine Delegation und sagte dieser Delegation, die soll schauen, dass sie keine Frau und kein Kind tötet. Im Jahr 6 nach der Hijra im Ramazan ging diese Delegation hinaus und voller List und durch eine sehr gute Planung war man erfolgreich in dieser Arbeit und konnte so ein großes Blutvergießen verhindern. In Bukhari wird dies auch erläutert. Bara bin Azim überliefert, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi schickte eine Delegation seiner Gefährten zu Abu Rafi, dem Juden, und Abdullah bin Atik Ansari war der Amir. Abu Rafi hatte die Gewohnheit, dass er immer dem heiligen Propheten sallallahu alaihi Leid zufügte und die Menschen gegen ihn aufstachelte und ihnen half. Als Abdullah bin Atik und seine Freunde das Schloss von Abu Rafi erreichten und die Sonne unterging, da ließ Abdullah bin Atik seine Freunde allein und ging zum Schloss. Und er nahm ein Tuch und umhüllte dieses Tuch, als ob er dort etwas machen würde. Als die Person kam, um die Tür zu schließen, sah diese Person Abdullah und fragte, oh Person, ich schließe die Tür. Wenn du kommen willst, dann komm hinein. Abdullah war im Tuch und ging schnell hinein durch diese List und versteckte sich. Und die Person schloss die Tür und legte den Schlüssel in die Nähe. Abdullah bin Atik überliefert, ich ging weiter und ließ als erstes die Tür öffnen, damit ich schnell hinausgehen könnte. Das war der Anführer der Delegation der Muslime. Abu Rafi war in einem Hof und viele Menschen saßen bei ihm und redeten untereinander. Als diese Menschen weggingen und es ruhig wurde, ging ich zum Haus von Abu Rafi und stieg die Treppen hinauf. Und ich stellte sicher, dass jede Tür verschlossen war von innen. Als ich das Zimmer von Abu Rafi erreichte, war er dabei, sich schlafen zu legen. Und das Zimmer war dunkel. Ich rief nach Abu Rafi. Er antwortete, wer ist da? Ich schaute, wo die Stimme herkam und ging zu ihm. Und griff ihn mit dem Schwert an, aber es war dunkel. Und ich war sehr aufgeregt. Und mein Angriff wurde vereitelt. Abu Rafi schrie auf und ich ging hinaus und ich verstellte meine Stimme und sagte, was ist passiert, Abu Rafi? Er erkannte mich nicht und sagte, eine Person hat mich angegriffen mit dem Schwert. Und ich ging wieder zu ihm hin und griff ihn an. Und dieser Angriff war
erfolgreich, aber er wurde nicht getötet. Dann griff ich ihn zum dritten Mal an und tötete ihn. Dann ging ich ganz schnell hinaus, öffnete die Türen und ging hinaus. Als ich dabei war, die Treppen hinunterzusteigen, war ich dachte ich, dass ich schon die ganze Treppe unten runtergelaufen war, aber ich stürzte zu Boden und mein Fuß oder mein Wadenknochen brach. Ich sagte zu mir, solange ich nicht weiß, dass Abu Rafi tot ist, kann ich hier nicht weggehen. Ich blieb dort im Schloss und versteckte mich. Als es morgen war, kam eine Stimme aus dem Schloss, dass Abu Rafi, der Händler, getötet wurde. Ich setzte mich auf und ging zu meinen Freunden und wir gingen zurück nach Medina zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und erklärten ihm, was passiert war und dass wir Abu Rafi getötet hatten. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, zeig mir deinen Fuß. Ich zeigte den Fuß und der heilige Prophet betete für mich und legte seine Hand darauf und ich fühlte, dass ich überhaupt keinen Schmerz mehr hatte. Gemäß einer anderen Überlieferung heißt es, als Abdullah bin Atik Abu Rafi angriff, da fing seine Frau an zu schreien und er sagt, ich war besorgt, dass auch andere Menschen dies hören würden und ich griff seine Frau an, aber dachte daran, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten hatte, Frauen zu töten und ließ dann zurück. Ließ davon ab, sie anzugreifen. In Sirat Khatam Nabin heißt es weiter, über den Grund der Tötung von Abu Rafi brauchen wir gar nicht zu diskutieren, denn die tödlichen Machenschaften von Abu Rafi sind sehr offensichtlich. Es gibt sehr viele Ereignisse, die dies zeigen und in der Erläuterung der Tötung von Ka'b ibn Ashraf haben wir dies bereits erläutert. Die Muslime waren voller Schwäche damals und wurden angegriffen in dieser Situation. Das ganze Land war gegen die Muslime und wollte sie töten und vernichten. In einer solchen Zeit war Abu Rafi derjenige, der die verschiedenen Stämme von Arabien gegen die Muslime anstachelte. Das sind jetzt Zusammenfassungen von der Aussage, von den Ausführungen von Sirat Khatam al-Nabiyyin. Ich stelle nur die Zusammenfassung dar. Sagt Hasudek, dass die Stämme wurden versammelt, um Medina anzugreifen und es gab keine Regierung in Arabien, durch die man hätte diese Angriffe und diese Planungen stoppen können. Die Stämme waren autark und autonom. Man musste also selbst für seine Sicherheit sorgen. Das habe ich bereits in der letzten Freitagsansprache erläutert, was die Gründe waren. Es gab keine Regierung und die Regierung des heiligen Propheten war eine eigene Regierung. In dieser Situation taten die Gefährten das, was genau richtig war. Und in einem Zustand des Krieges muss man dies auch tun. Und solche List ist auf jeden Fall erlaubt in einem Krieg. Hazrat Umar hatte Hazrat Muhammad bin Maslama in seiner Ära des Khilafats dazu bestimmt, die Zakat einzusammeln. Und wenn es Beschwerden gegen jemanden gab, dann schickte Hazrat Umar ihn, um zu recherchieren. Hazrat Umar hatte großes Vertrauen in ihm. Und auch er war auch zuständig für die Einnahme der Steuern, Muhammad bin Maslama. Er versuchte, die Probleme verschiedene Orte zu lösen. In Kufa hatte Sa'd bin Abi Waqqas ein Schloss gebaut und Muhammad bin Muslima war zuständig, um dies zu recherchieren. Hazrat Umar erfuhr davon, dass Sa'd bin Waqqas ein Schloss gebaut hätte und dort eine Tür war, die man nicht hörte. Und er schickte Muhammad bin Muslima, um zu recherchieren. Und Hazrat Umar hatte die Angewohnheit, wenn er etwas tun wollte, dass er ihn schickte,
also Muhammad bin Maslama schickte. Also Umar sagte zu ihm, geh zu Sa'd und verbrenne die Tür. Er ging nach Kufa, ging zur Tür und verbrannte die Tür. Also der Sa'd erfuhr davon und kam hinaus und Muhammad bin Maslama erzählte ihm, warum er dies getan hatte. Nach dem Märtyrertod von Hazrat Usman, heißt es, dass Hazrat Muhammad bin Maslama nach seinem Märtyrertod von Hazrat Usman sich zurückzog und ein Schwert aus Holz baute. Er sagt, er pflegte zu sagen, dass der heilige Prophet zu mir gesagt hatte, dass ich dies tun solle. Hazrat Muhammad bin Maslama sagte, dass der heilige Prophet mir ein Schwert als Geschenk gab und sagte, ich soll damit gegen die Götzendiener kämpfen, solange sie kämpfen. Und wenn du siehst, dass Muslime gegeneinander kämpfen und sich töten, dann zerstöre dein Schwert, bis es kaputt geht an einem Felsen. Und dann geh nach Hause und zieh dich zurück, bis der Tod kommt oder ein Schuldiger zu dir kommt. Und genauso tat er. Er blieb dem Unfrieden fern und beteiligte sich nicht an die Schlachten von Jamal und Jenin. Die Schlachten, die Muslime gegeneinander kämpften. Und es wird überliefert, dass man bei Hazrat Huzaifa saß und er sagte, ich kenne einen Mann, dem der Unfriede nichts tun kann. Wir fragten, wer ist das? Hazrat Huzaifa sagte, das ist Muhammad bin Maslama Ansari. Als Hazrat Huzaifa verstarb und der Unfriede hervorkam, ging ich mit ihnen, sagt er, die Medina verließen und ich ging zum Wasser, da wo es Wasser gab, und ich sah dort ein kaputtes Zelt, das in eine Richtung neigte und der Wind gegen dieses Zelt wehte. Und ich fragte, wem gehört dieses Zelt? Die Leute sagten, das ist von Muhammad bin Maslama. Und ich sah, dass er ein sehr alter Mann war. Ich sagte zu ihm, möge Gott mit ihnen barmherzig sein. Ich sehe, dass sie der Beste unter den Muslimen sind. Sie haben ihr Land und ihre Stadt verlassen und ihre Nachbarn verlassen. Und er sagte, ich habe dies getan, weil ich Unheil und Unfrieden hasse. Über seinen Tod gibt es verschiedene Überlieferungen. 43, 46 oder 47 Jahre nach der Hijra in Medina wird überliefert. Und er war damals ungefähr 77 Jahre alt. Sein Namaz-e-Janaza hat Marwan bin Hakam geleitet, welcher der Amir von Medina war. Es heißt auch in einer Überlieferung, dass jemand ihn töten ließ. Und damit endet seine Geschichte. Nach den Gebeten werde ich das Namaz-e-Janaza verrichten von Herrn Tajdin ibn Sadruddin, Sohn von Sadruddin. Er ist am 10. Februar im Alter von 84 Jahren verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Der Gestorbene war ein Musi. Er wurde in Uganda geboren. 1967 kam er nach Großbritannien. Im Jahre 1984, als man Islamabad kaufte, da hatte er für Islamabad sehr viele Dienste geleistet. Hazrat Khalif Musirabi rahmatullah. Er stellte seine Dienste als Musirabi zur Verfügung. 22 Jahre lang arbeitete er in Islamabad sehr demütig. Und von der ersten Klasse bis zur letzten in Islamabad arbeitete er dort mit großem Fleiß, diente den Gästen des Feisten Messias der Islam und tat sehr viel dafür. Er konnte sehr viele technische Sachen machen und er hatte Tag und Nacht dort verschiedene Dienste geleistet, elektrische Dienste und Holzarbeiten und verschiedene Maler, Tischler arbeiten. Er war ein sehr gottesfürchtiger Mensch, betete das Namaz-e-Tahajjud und die Gebete und hatte eine sehr sanfte Art, hatte eine sehr aufrichtige Bindung zum Khilafat. Sein Enkel ist Mudabbardin Sahib Rabbi Silsila aus Großbritannien, arbeitet in MTA. Er schreibt, viele Menschen, die in Islamabad lebten, sagen, dass mein Großvater sehr fleißig war. Als er in Islamabad kam, war er alleine.
Es gab weder Strom noch Heizung. Es war eine schwierige Zeit. Aber er war sehr glücklich, dass er die Möglichkeit hat, der Jamaat zu dienen und Opfer für die Jamaat und für den Kalifen der Zeit zu erbringen. Er betete immer pünktlich, machte alle seine Arbeiten selbst, war gastfreundlich und geduldig. Viele haben über ihn geschrieben, über diese Vorzüge. Najir Sialkoti Sahib hat auch gesagt, dass er eine Werkstatt in Islamabad gründete. Er konnte mit Maschinen umgehen, hatte Kontakte zu verschiedenen Firmen. Er hat die verschiedenen Baracken von Islamabad hergestellt, zurechtgemacht, hat ein Team geleitet, war im Winter und Sommer gleichermaßen beschäftigt und hat sehr viele Sachen restauriert. Es war eine große Arbeit, die er leistete. Und er war auch immer gut gelaunt und sagte, betet für mich. Und während der Arbeit in Islamabad, in einem kleinen Zimmer lebte er, hatte auch nicht den Bedarf gehabt, zu seiner Familie mal zu gehen, die in London lebte. Er kam manchmal dahin. Möge Allah ihm gnädig und Vergebung erweisen, Gnade und Vergebung erweisen und seinen Kindern und Nachkommen die Möglichkeit geben, genauso wie ihn, wie er selbst zu dienen. Und möge er ihnen Geduld geben. Das ist ein Janaza Hazir, das verrichtet wird. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ